Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu unserem Let's Play 7 Days to Die. Mit dem Schnittker. Mahlzeit, Leute. Und meiner Wenigkeit. So, im Morgengrauen. Oh, sehe ich den Zombie hier. Und den da. Oh Gott. Guckt euch das mal an, Leute. Oh, und den da. Oh, 4, 5, 6. Schau. Ich bin gerade baff. Ich habe die ganze Nacht auf dem Stein hier überlebt, hockend. Und Wölfe und Zombies waren um mich herum. Ich bin froh, dass sie dich nicht gesehen haben. Du, bin ich gerade wirklich. Ich warte noch ein bisschen, weil noch ein bisschen grau ist. Und ich höre hier Wölfe heulen. Und am besten wäre, die bewegen sich so ein bisschen weg von mir. Wenn die auch wegbleiben. Also Schnittka ist ja letzte Folge noch gestorben. Ich laufe jetzt gerade wieder zu dir und hole meinen Rucksack. Ja, ich warte mal einfach ganz dumm erstmal hier. Die laufen zwar so zu meinem Felsen, aber solange ich mich nicht bewege, ist alles in Ordnung scheinbar. Ah, die wittern mich hier. Also die Witterung ist auf 9 da unten. Ja, die merken schon, dass ich hier bin irgendwie, aber die wissen nicht genau wo. Ah, da ist der Wolf, oder? Okay, Wolf ist auch hier. Ich sehe ihn nur noch nicht. Also ich kann ja auf keinen Fall runtergehen jetzt. Und wenn, dann muss ich wegrennen. Oh Mann, am liebsten würde ich mich ja da ins Haus schleichen. Oh Gott, oh, habe ich ja Glück gehabt, ey. Wahnsinn. So, jedenfalls, okay, kommst du jetzt? Ja, der hat mich jetzt gesehen, 34%. Der haut auf den Felsen. Jetzt werden alle aufmerksam, wahrscheinlich auf mich. Was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt kommt der auch. Ich versuche mal von hier oben zu schießen. Ich hoffe, dass die nicht hochkommen. Aber natürlich kommen sie hier hoch. Wieso auch nicht anders? Okay, ich muss hier leider runter. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Wolf nicht kommt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich sehe dich da hinten laufen. Okay, wir sind nicht in einer Party, ne? Nee. Ja gut, wenn du dazu kommst, sind wir schon mal zu zweit. Ich hab dich schon mal eingeladen. Hier am Haus, ja, ich nehme das gleich an. Hier am Haus scheint erstmal nichts zu sein, groß. Also ich sehe auch keinen Wolf. Ja, aber ich habe ihn gehört, glaub mir, der ist hier noch. Ja. Der hat dich ja gestern aufgefressen quasi. Ich bin gerade eigentlich nur auf meinen Rucksack scharf. Ja, hol ihn auch ruhig zuerst. Ich weiß gar nicht genau, wo der ist. Müsste im oder am Haus sein, da bist du jedenfalls verendet. Ja, im Haus, stimmt. Ja, du hast ja, wolltest ja die Etage da sauber machen. Und da kam dann der böse Wolf. Hier ist der böse Wolf, genau vor mir. Boah. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Der hat mich zum Glück nicht gesehen. Aber der rennt jetzt hier. Der greift den Zombie an. Ja, ist gut so. Das kann er gerne machen. Vielleicht halten wir ihn uns als Haustier. Ja, ich hoffe, der greift jetzt auch nicht mich an, weil der Wolf... Ja, wenn, dann kommt meine Richtung. Ich schleiche mich gerade weg. Ja, versuch's. Wir haben jetzt ein Zombie, ich bin ja eingekesselt vom Wolf. Meinst du, Wölfe können auf die großen Felsen drauf? Eigentlich nicht, ne? Doch, das glaube ich schon, dass sie da drauf können. Also die Zombies können ja springen, ich habe einen Wolf noch nicht springen sehen. Doch, ich habe einen Wolf auch schon springen sehen. Achso, okay. Also die Dicken halten wirklich was aus. Mein Gott, hier ist voller Pfeile hier. So. Ich nehme mal deine Einladung an jetzt. Versuch's jedenfalls. Ja. Warte. Ich mach mal auch Verbündeter. Remove? Nee, nicht remove. Oh Gott. So, du läufst da hinten irgendwo. Dann komm mal hier ins Haus. Ich begleite dich. Mein Rucksack liegt hier draußen irgendwo auf der Wiese. Ich bin gerade auch schon gesehen, aber ich bin dann schon weggerannt vom Wolf. Gut, dann mach erstmal in Ruhe. Hier liegt er. Hier ist er. Wo die Tanne hier ist, ist auch der Wolf. So, wo bist du denn? Ich komme jetzt zu dir. Ich bin bei dir sofort. Ich kill den Zombie, der dich da verfolgt. Links von dir ist irgendwo der Wolf. Okay. Los, erstmal die Pfeile jetzt hier. Ja, ich habe 2, 3 habe ich schon, da den einen nehme ich mir gerade vor. Sollen wir uns dieses Haus absichern einmal? Ja, dass wir hier wenigstens einen Punkt haben.
Mit einem Schlafsack, wo wir auch sicher spawnen können zur Not. Ja, Weil das wie der besser. Schwierigkeitsgrad uns jetzt schon mehrfach gezeigt hat, ist es möglich, hier zu sterben oft. Dann haben wir hier wenigstens einen Punkt, wo wir uns irgendwie aufhalten können. Lass uns mal reingehen. Eine Schmiede. Aber ist zerstört. Ist doch gut so. Ich will die auch erst dann haben, wenn ich sie mir verdient habe. Ja, das stimmt. Oh, Zombie Okay, ich im sehe es. Haus. Ja. So, pass auf. Oh, ich habe irgendwas gelootet. Ich habe ein Glas. Ich loote jetzt erstmal ein Bier. Oh, Mach das. nichts drin. Okay, ich mache mal hier wieder zu erstmal. So, und jetzt erstmal Aufgabe hier Absicherung. Dann machen wir uns Schlafsäcke hier rein und wenn irgendwas passiert, spawnen wir wenigstens und überleben die verdammte Nacht. Ja, ich könnte zur Oder Not noch mal schnell zurück hier. wollte ich auch gerade sagen, ich höre irgendwo noch einen Zombie. Ach hier, im Haus, Vorsicht. Weißt du, was ich vermisse bei dem ganzen Skillsystem, so gut ich es auch finde und wie geil es auch geworden ist, vermisse ich das, wenn man zum Beispiel viel Bogen schießt, dass man das skillt. Ja, das ist leider so. Das fand ich nämlich richtig gut, dass das so ging halt, weil es ist ja auch klar, ne, dass du eine Fähigkeit übst, je länger du sie benutzt. Das stimmt, das war logisch. Das muss ich sagen, das vermisse ich ein bisschen. Aber dafür ist auch viel Schönes Neues drin, also. Meckern auf hohem Niveau, wie du immer so schön sagst. So, hast du hier alles schon durch in der Küche? Nee, noch nicht. Ich habe abgebrochen, erst für den Zombie. Hier ist ein Klo. Okay. Oh, eine Heilbandage, die ist wertvoll. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja noch ein Single-Player-Spiel und da habe ich jetzt gerade die Forge schon gebaut mit Level 20 und Ach dachte echt? dann, jetzt kann ich ja bestimmt auch die Werkbank schon bauen und Munition machen. Aber nee, die Werkbank kannst du jetzt ab Level 30 bauen. Und bis dahin ist auch eigentlich auch ganz mal interessant, mit der Blunderbuss zu schießen, was wir früher zum Beispiel nie gemacht haben. Ja, wir haben es mal gemacht, aber nie so intensiv, ne? Weil die Munition kannst du nämlich dann auch schon mal eher herstellen, ohne Werkbank. Und für die normale Munition brauchst du halt eine Werkbank. Und die kriegst du halt ab Level 30. Ja, gut. Stell mal hier in die Kiste hier hin. Oh, ein Schrank. Die Gläser. Ich lege mal mein Zeug hier rein wieder. Ich bin voll. Bauen wir mal eine Tür hier zu unserem Balkon. So, Schlafsack. Kannst du uns ein Lagerfeuer hinstellen? Ja. Weil ich habe das Fleisch, das könnten wir uns auf jeden Fall fertig machen. Habe 40 leider nicht genug Fleisch. Steine. Okay, dann mache ich einen. Lagerfeuer. So. Kannst du schon mal die Treppe, also wenn du gleich fertig bist, abhauen? Ja, ich baue hier noch eine Tür. Hier ist ja noch ein Eingang. Ich habe da unten angefangen, damit wir schon mal hier oben. Außen müssen wir ja auch wegkommen, die dauern länger, die aus Stein. Also haben wir schon mal wenigstens hier. Ja, die dauern sehr lange. Ja, aber müssen wir, wenn wir sicher sein wollen. Ich mach schon mal das Fleisch Es hier kommen rein. vier Zombies. Auf dich zu. Ja, auf mich zu. Ich komme, warte. Wo ist denn das Kochen jetzt hier, verdammt? Da Benutzen kommt eine und ganze aus. Horde. Ich gehe raus, um sie auch ein bisschen wegzulocken. Ja, mach das mal. Verdammt, warte, ich komme jetzt mal raus. Ich kann jetzt nicht in Ruhe hier was machen, sonst. So, machen wir das erstmal so. Weg damit. Warte, nicht mit. Das erstmal hier rein.
Gott. Was mache ich denn hier so? So, und die brauchen wir wohl auch nicht mehr. Erstmal. So, ich komm. Let's go. Ich brauche Hilfe. Ich komm, wo bist du denn? Oh. Ja, die brauchst du. Warte. Denk an den Wolf, ne? Ja, der ist da hinten. Der ist extra in die andere Richtung gegangen. Okay. Der erwischt mich nicht nochmal. Das Sag halt heißt nicht zu nicht, dass hier nicht laut. noch einer ist. Aber die sind aber schnell. Ja. Wolf hinter dir, Wolf. Oh. Ich renne. Wenn man vom Teufel spricht. Renn einfach, ja, renn. Keine Ausdauer mehr. Ah, jetzt hat er mich gebissen. Der rennt noch hinter mir her. Ich komme zu dir. Hey, hau nicht ab, ich brauch dich. Ist nicht mehr hinter dir her. Lang. Okay, warte. Ich schleich zurück und mache mir einen Schlafsack. Hast du deinen schon gesetzt? Ich hab meinen gesetzt, ja. Ja, ich weiß gar nicht Nee, mehr, hab wo ich unser Haus. nicht. Sehe ich Dann gerade. komm mit jetzt. Setzen wir den auf jeden Fall schon mal hin. Setz den mal einfach hier hin. Hier so hinter das Haus erstmal. Bevor ich die jetzt reinlocke. So. So, okay. Spawnpunkt ist da zur Not. Ey, nicht zum Haus. Ich bin nur hier, Leute. Nicht zum Haus. Nein. Nicht zum Haus. Nicht zum Haus. Ja, Blunderbuss. Ey, guter Punkt, den du ansprichst. Die war aus Steine, Schießpulver, ne? Den ganzen Baum gefällt. War nicht Man braucht schlecht. geschmiedetes Eisen dafür. Also muss man warten, bis man die Schmiede hat. Oder geschmiedetes Eisen finden. Aber jedenfalls braucht man die Werkbank nicht. Die kriegt man erst ab 30, ne? Genau. Ja, gut, ist ja schon mal ein Ist Vorteil. halt die einzige Munition, die du ohne Werkbank herstellen kannst. Außer Pfeile. Außer Pfeile, ja. Und Bolzen. Komm, wir ziehen die jetzt wieder in die andere Richtung. Knüppel ist kaputt. Einmal reparieren. Wanderhorn. Weißt du, das war einer Alpha. Irgendwann haben sie die irgendwie ganz rausgenommen. Da haben wir die vermisst. Ja, das stimmt. Das ist Und jetzt? langweilig. Ja, ist auch langweilig. Aber jetzt kommen sie ja jeden Tag. Was gut ist. Das soll jetzt kein Meckern sein, aber Warte man mal muss ab, sich am daran. 24. bringen die Weihnachtsgeschenke. Ein Zombie nähert sich von hinten bei dir. Okay, gut zu wissen. Nimm vielleicht auch ein bisschen den Bogen, dass du ein bisschen Ausdauer hast, falls der Wolf kommt. Nur mal so Ich habe als ganz guter gut Tipp. Ausdauer. Ich Ja? renne gerade gar nicht. Das klappt ganz gut. Okay. Nicht, dass du mir da wieder verendest hier. Gibt ja sogar auch einen Skill, wenn du dann auf den Zombie zurennst, dann machst du noch mehr Schaden. Beim Schlagen, habe ich gesehen. Okay, klingt gut. Ich weiß nicht, wieso ich nicht rennen kann. Willst du aber laden? Nein. Aber ich sehe auch so verschwommen. Ganz komisch bin ich gerade, wie krank. Irgendein Debuff oder so? Nee, gar nicht. Nur den Klamottenbuff habe ich. Versuch mal die Zombies hier in meiner Nähe. Level up, du bist. Ich hab irgendwie. Oder ein Fehler oder so? Ich kann auch nicht springen. Ach, ich war im Dauerzielmodus. Meine rechte Maustaste hat sich irgendwie verhangen. Alles gut. Auch nicht schlecht. Komisch. Hat sich irgendwie aufgehangen. Wo ich sie dann jetzt nochmal gedrückt habe, ist das weggegangen. Denk schon, was ist los? Kein Debuff, nix. Ich dachte gerade, wo mich der Wolf gebissen hat, vielleicht jetzt eine Infektion oder so. Level up. Ja, hatte ich auch gerade. Also Wanderhorn sind natürlich Punkte, ne? Wenn Ja. man sich irgendwie nicht treffen lässt von jedem zweiten, dann passt das.
Ach, du hast jetzt sehr viele von meinen Pfeilen aufgehoben. Die müsstest du mir gleich mal geben. Ich habe jetzt Aber das schon. mache ich ganz automatisch. Ja, kannst du ja. Ist ja nicht schlimm. Aber ich habe jetzt 60 Pfeile verschossen und so gut wie keinen wiederbekommen. Das ist ja Quatsch. Hast du bestimmt automatisch aufgegabelt. Also ein Aber paar dieser Linien auch noch. Headshot-Schaden, den ich geskillt habe, der macht sich auch bemerkbar, glaube ich. Ja, ich will das gleich auch noch skillen, weil das ist ja. 25%, Ich kann ja. mit Knüppel auch auf den Kopf hauen. Ja, ob das als Headshot zählt, weiß ich nicht, weil das ist im Perception-Baum bei Schießen. Ja, das gibt es aber auch beim Nahkampf. Ach so, okay. Muss reparieren. So, dann, wie viele Pfeile hast du? Ich habe 47. Oh, hast du Gibt auch da nicht noch. viel. Nö, ich habe eigentlich auch nicht Ich viel habe aufgesammelt. Ich gebe 40, da mal die ne? Hälfte. Hier. Ja, alles klar. Gut, dann lass wieder ins Haus. Ich würde sagen, bevor wir irgendwas kochen oder so, machen wir erstmal die Treppen hier weg. Ja. Ich mach mal von innen die weiter eben. Oh, hier liegt ein Schlafsack im Haus. Habe ich gerade schon reingelegt. Ja. Gute Idee gehabt. So gut, hier unten haben sie nichts gemacht, Gott sei Dank. Dann haue ich jetzt hier weiter runter alles. Aber ich könnte eben was essen. Ich muss mal kurz was kochen. Wegen meiner Ausdauer. Warte mal, ich habe Fleisch und Eier. Kann man noch was Leckeres zaubern, oder? Glaube nicht. Ich glaube, du Nee, ich kannst habe ja noch keinen Grill Verkohltes und machen. nix. Ja. Verkohltes. Aber immerhin 8 Stück. Ist doch schon mal was. Dann essen wir gleich was. Wo ist denn meine Fackel? Ach, die habe ich in der Höhle verloren, stimmt. Egal, hab meine Taschenlampe. So, ich esse schon mal eins. Wenn du möchtest. Da grillt gerade was. Ja, ein Besuch. Ja, ich hau mal trotzdem weiter. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Wir haben schon 12 Aber Uhr. Knochen ist gebrochen. Runtergefallen. Nee, ja, runtergefallen jetzt nicht wirklich. Gut, Er das zählt ja. runtergesprungen, aber der Zombie hat irgendwie gegen mein Bein gehauen und das Ja, super. Knochenbruch. Wenn Splint braucht man Duct Tape, das noch nicht haben. Nee, habe ich nicht. Finde Klebeband kann ich. man. Klebe haben wir auch nicht, ne? Nee. Ich habe auch keine Knochen oder so da. Ich guck mal nochmal nach. Ich glaube nicht. Nee. Haben wir nicht. Ich habe mir Fleisch rausgenommen. Der Rest ist dann für dich. Ja. Zwei Blöcke hoch kommen sie nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Egal, ich mache trotzdem sicherheitshalber hier nochmal schön zu. Ist ja nur ein Notfallhaus hier. Ja. Wir wollen ja nicht hier bleiben, ne? Nein, wollen wir nicht. Aber so können wir uns erstmal hier ein bisschen erholen. So, und wenigstens mal, wenn wir schon sterben irgendwo, dann können wir hier wenigstens friedlich spawnen. So, was haben wir noch nie gebraucht? Was ist das denn hier? Karten? Wer schmeißt denn Karten weg? Was ist das? Das weggeschmissen. Bist du des Wahnsinns? Ist Wahnsinn, sagt er. Wegen Einkarten. Ja, hallo? Verbände, die ich gerade auch herstellen muss. Verband. Oh, ich höre wieder einen Wolf. So, die Hütte ist soweit instand gesetzt. Fenster und so, lass machen. Soll ich die auch zunageln, oder? Nö, Nein, ne? brauchst du nicht. Wolf, Wolf im Haus. Oh Ach, nein. herrje. Kommt der da ganz gemütlich die Treppe hoch? Kann doch nicht wahr sein. Oh.
und wack noch durch den Boden. Oh, die Tür ist versperrt. Ich bin tot gleich. Bin draußen gespawnt. Tot. Er ist unten im Haus. Die sind heftig. Er hat noch 3 Schüsse abbekommen. Ich glaube, 1, 2 noch und der ist weg, aber der ist durch den Boden gebackt. Ich bin extra über meine Frames gesprungen. Und dann ist er so komisch durch die Decke gebackt, ey. Also tot durchbackt, das ist Kacke. Aber gut. Hier oben ist ein Rucksack, wird wohl deiner sein. Das ist meiner, ja. Burn schon wieder. Kämpfst du mit ihm? Nein. Dann geht er jetzt raus. Ich gehe auf den Balkon. Komm, schnell. Mach mal die Tür hier zu. Mach zu. Der will jetzt da unten raus, natürlich. Hoch kann er nicht. Außer er haut vor unsere Wände. Ich glaube, er ist im Haus. Der ist die ganze Zeit im Haus unten. Ja. Aber er könnte ja auch nach oben kommen. Ja komm, dann locken wir ihn weg und töten den dann, komm. Ist er runtergesprungen? Der hat die Tür aufgebrochen schon. Ich weiß nicht, wo der ist. Der müsste uns ja jetzt hier finden. Da, hier ist er. Ja, ich sehe ihn. Siehst du? Ich mache das. Ich bin der Huntsman. Der Huntsman. Der Huntsman kommt. Ich sag ja, der hat 3 Schüsse bekommen. Nur einen hast du jetzt noch abgegeben und der war tot. Ey, ich hab's fast geschafft da im unten. Verdammt. Puh. Komm, schnell die Treppe. Ja, natürlich. Hatte ich ja jetzt vor auch. Und dann hast du gesagt, Wolf. Geh ruhig rein, wenn du Stamina brauchst und ess erstmal was. Das hilft dann. Oder trink dir ein Bier. Das gibt ja auch Ausdauer, ne? Ist alles voll. Ach so, ja. Okay. Hast du ein Bier? Ich hab kein Bier. Du hast doch Bier gelootet, ne? Nein, hab ich leider nicht. Ich wollte, aber es war leer. Achso. Auf jeden Fall ist mein Knochen jetzt nicht mehr gebrochen nach dem Tod. Hast du den Debuff nicht? Nee, hab ich nicht. Ja, dann muss das echt nur passieren, wenn du oft hintereinander stirbst. Wahrscheinlich. Wie das eine Mal dann. Ach, ich muss noch mein Zeug holen. Da ist es. Warte, wenn ich jetzt hier von... Ich bin auch gut, ne? Ich wollte mich jetzt schon einmauern hier. von innen zu machen. Ich mach mal trotzdem zu, dann haben sie ein bisschen mehr, wo sie rumkloppen müssen, bevor sie unten sind. Also ich habe jetzt 28 Fleisch bekommen. Beim letzten Wolf hatten wir 15 Fleisch bekommen oder so, ne? Zusammen. Ja, hattest du 3 und ich 12. Noch 2 Punkte da reingesetzt, ne? Ich glaube 1, oder? Oder schon 2? Weiß nicht. Muss ich gleich mal gucken. Holen wir mal Fleisch. Ja, mach das. Da müssten 3 schon Stück noch drin sein. Man kriegt auch mehr Leder und mehr Knochen oder so. Ist auch gut dann später für Kleber und alles. Ja. Das lohnt sich. Guck mal, 16 Uhr. Wir sind den ganzen Tag schon damit beschäftigt, ein Haus abzusichern. Ja, ist heftig. Und sind gestorben. Haben wir aber auch eine Zombie heute besiegt. Ja gut, das stimmt auch wieder. Also haben wir auch noch gut geskillt. Aber es alles ist einfach, was ich damit sagen will, alles ist einfach langatmiger jetzt, ne? Durch das Ausdauer und alles, das müssen wir halt einfach nur mit einem berechnen. Wie du auch gesagt hast letzte Mal, wir gucken und suchen hier nach irgendeinem schönen Häuschen die ganze Zeit, statt wir einfach mal eins nehmen.
So, das müsste reichen, oder? Ja, Ich baue mal sollte eine Tür reichen. hier. Gesicherte Holztür. Jetzt nutze ich den Tag noch hier für Ressourcen. Ich brauche Stein und Holz. Hier ist ein Zombie. Oh Gott, habe ich verzogen. Sehr gut. Ach, ich will immer hinrennen, wenn die umfallen. Looten? Ja, looten, meine Pfeile holen, und die stehen ja immer noch mal auf, eigentlich. Jetzt. Ja, mit dem Headshot-Schaden halten sie aber schon weniger aus. Da muss ich echt drauf gehen. So, ich guck mal hier nach Wölfen. Wo kommen wir lassen oder lieber zusammenbleiben? Wo bist du? Ich habe gerade ein bisschen Holz und Karten und Ja, Steine. ich will dasselbe machen, deshalb. Ich denke mal, wir brauchen heute nirgendwo mehr hingehen, es ist 16 Uhr. Dann lass uns das hier ran schaffen. Ich muss auch Pfeile bauen. Hast du noch Federn? Noch Federn, ja. Na gut, dann kann ich gleich alles zusammen einstellen. Über die Nacht. Also wird heute eine Crafting-Sammelfolge absichern, einmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Die letzten 3 Spieltage hatten es in sich. Und dann würde ich sagen, am nächsten Tag gehen wir dann Richtung zu deinem Händler. Ja. Wäre dann sinnvoll. Vielleicht finden wir ja auch eine Bleibe, wo wir uns dann dauerhaft einnisten. Ja, ich kann nicht schlagen. Ach so. Vielleicht, ich war ewig nicht mehr in der Wüste. Also den letzten Save, den wir gespielt haben, also den wir wirklich gespielt haben, hatten wir so eine Base in so einer Ödlandstadt, weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Von da aus hatten wir zwar Wüsten- und Waldbiom, also Grasland, damals gab es das dann noch. Aber das war jetzt auch nicht so das Wahre da, also von der Base her war das schon geil. Aber ich glaube, davor waren wir auch, also in der Wüste war ich ewig nicht mehr. Ja, Wüste wäre nicht schlecht. Ich bin ja auch ein Wüstenfan. Wüste ist gut, ne? Brauchst du nur kühle Klamotten, wa? Aber Oder das ist kann das man ja nicht auch mehr so? steigern. Punkte reinsetzen. Das ist jetzt so, du hast bist nur noch isoliert und das, wenn du isolierte Kleidung hast, dann hilft das gegen Wärme und auch gegen Kälte. Und was ist, Wenn du einen Lederponcho zum Beispiel hast, der war ja sonst immer ja, gut gegen Wärme, genau. der ist jetzt für beides gut. Einfach gegen Wärme und auch gegen Kälte. Weil er einfach sehr gut isoliert. Okay. Gibt nicht mehr eine Richtung, der. Ist gut. Du, eine Sache, ich habe jetzt gerade gesteigert. Wir hatten ja ein Level Up in Motherload, damit wir vielleicht mehr rauskriegen von dem ganzen Gefarme hier. 20% mehr Ressourcen. Ja, Geht ich das ein steigere bisschen jetzt auch besser? mal. Oh, warte, nicht bewegen am besten. Da ist ein Hirsch. Hey, war noch ein Treffer. Da, ein Schuss. Ein Kopfschuss geduckt. Ich muss ja hier meiner Berufung nachkommen als Versorger und Koch und Jäger und was weiß ich nicht alles und Landwirt demnächst. Was guter Landwirt. Ehrlich. Oh, Zombie neben dir, Vorsicht. Ich steigere es später. Ja, musst du auf Stärke gehen, ganz unten, Motherload. Dann lohnt sich das mal ein bisschen mehr hier die letzten Stunden Klopperei auf die Bäume. Nehme einfach alles mit, aber dann dauert es nicht allzu lange mit den ganzen Ressourcen. Gibt ein bisschen mehr Stein, alles. Ich habe jetzt wieder 62 Fleisch, das ist sehr schön. Wenn wir jetzt einen Grill hätten oder so. Oh, da kommt eine Wanderhorde. Um die sollten wir uns schnellstens Ja, kümmern. wo wir uns noch. Fang schon mal an, ja? Ich besorge noch ein bisschen Holz, damit ich Pfeile nachts machen kann, okay? Ja, Federn Dann habe ich recht ist. viele.
Ja, Federn habe ich auch irgendwie 120, 30. Aber ich habe kein Holz und sowas. Dann trink mal hier einen Schluck. Wo ist das Wasser? Das heißt jetzt alles immer benutzen statt trinken und essen. Das ist ganz komisch. Komm ruhig so hier ein bisschen in meine Richtung langsam. Ja. Wenn irgendwas ist, kann ich ja eingreifen. Solange versuche ich ein, zwei Bäume hier zu fällen. 18 Uhr. Erinnere mich gleich mal, meinen Schlafsack mit reinzunehmen. Habe ich vorhin vor die Hütte gesetzt. Ja, mache ich. Wenn dann noch was passiert, möchte ich schon in der Hütte spawnen können. So, einen Baum habe ich. Guck mal, 142 Holz. Ein Baum wird noch reichen. Da hinten kommt auch so ein Bruce Lee. Okay, jetzt kommen sie hier hin. Okay, jetzt muss ich kämpfen, ne? Lass mal wieder in die andere Richtung, weil da hinten ist auch noch einer. Den haben wir gleich im Rücken. Jetzt so eine Pipebomb hier reinschmeißen, das wär's. Ja, es wäre schön. Müssen wir auch zügig hinkommen. Oh nein, irgendwas schlägt mich. Was war das? Ach, die. Das war nicht nett. Die zweite Wanderhorde an diesem Tag. Das ist heftig. Auch so viele, ne? Ja, nicht wenig. Also die umzingeln nicht so leicht von links und geradeaus. Oh, verschossen auch noch. Reparieren. Dann gehen gleich eh die Pfeile aus. 19 Uhr. Na gut, 3 Stunden Ingame haben wir noch. Sollte machbar sein, Das ne? sollte reichen. Ich gehe mal auf die Keule ein bisschen. Boah, ich bin im Nahkampf total ungeübt in der Alpha 17. Ich bin nur am Ballern die ganze Zeit. Ich hab schon den Bogen raus. Ja, Der beim Schaden fehlt Bogenschießen habe ich noch auch ein den Bogen bisschen. raus, hör mal. Ja, mit dem Bogen mache ich auf jeden Fall mehr Schaden. Die dicken Mütter halten ganz schön was aus. Ja, das stimmt. Dass du, wenn du die auf der rechten Maustaste so ein Power-Angriff hast, weißt du? Habe ich noch nie genutzt, aber. Okay, ich gehe wieder auf Distanz. Ich habe nur noch 50% Leben. Okay, meine rechte Maustaste scheint ein bisschen zu spinnen, das ist nicht lustig. Vorhin hing sie und oh, mega leck. Muss noch ein paar Pfeile hier aufsammeln langsam. Oh, hast du Besuch? Tja, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Ja, dann kann sie wieder arbeiten gehen. Wir haben anderes zu tun. Oh, soll sie lieber nicht hören. Sache das bloß nicht. Sonst wird meine Frau zu einem Zombie hier, den ich gerade behaue. Ja, ich kann es bezeugen. Sag mal schöne Grüße. Schöne Grüße vom Lasko. Schöne So, Grüße was haben wir? zurück. Vielen Dank. So, 20 Uhr 10, ja, passt ja. So, ich schlage jetzt noch einen Baum, heb alle Pfeile auf, die du finden kannst. Hier liegen auch ich welche. brauche Munition. So, Steinaxt reparieren und schnell noch einen Baum gefällt hier. Motherload brauchst du jetzt auch nicht mehr skillen, jetzt ist die Loot-Tour vorbei.
Habe ich schon geskillt. Dein Na gut. Schlafsack. Denk noch dran, mit reinzunehmen. Ja, warte, ich hole den mal direkt. Der liegt hier nämlich am Stein. Hab ich. Es darf nur kein Wolf kommen. Ich bin überladen und mir ist heiß. Ist auch heiß. Erste Mal jetzt im Spiel, dass ich überhaupt heiß oder kalt debuff hab. Fünf und Take Shelter. Ja, überladen jetzt auch noch. Der braucht einfach eine Pause, glaube ich. Mal den Mann einen Schluck zu trinken hier. Okay, irgendwo ist hier ein Zombie. Wo bist du? Ich bin hier am Haus. Ich habe Ich nehme den Bäume Bock, gefällt. warte. Ich brauche aber Steine. Hast du Steine? 73. Ja, mach mal Hom, Steine. Ich habe jetzt 300 Holz knapp. Hast du genug Holz? Habe 90 Holz. Ja, das reicht aber. Steine brauchen wir aber. Lass uns so bis 9:30 kloppen und dann weg. Ja. Ich denke, wir sollten die Nacht ziemlich sicher sein, oder? Das denke ich schon, da sicher sind. So, aber ich würde sagen, hier an dieser Stelle werde ich mich langsam verabschieden. Ihr seht, wir kloppen jetzt noch ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. In der Nacht werden Munition angefertigt. Wir skillen nochmal. Wir haben Level-Ups noch. Ein paar Punkte. Und wenn nichts passiert, dann sehen wir uns morgens wieder. Ansonsten schneide ich euch vorne wieder einen kleinen Trailer rein. Würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zum Tschüss. nächsten Mal, Leute. Tschüss.